Ja, das diesjährige Jahresthema des Deutschen Caritasverbandes heißt Experten fürs Leben. Und es spricht unter diesem Stichwort Experten fürs Leben so etwas an wie das Recht auf Teilhabe auch älterer Menschen in unserer Gesellschaft. Es versucht den Blick zu wenden weg von den alten Menschen nur als den hilfebedürftigen, pflegebedürftigen alten Menschen hin zu den Menschen, die auch im Alter noch Kompetenzen haben, die Experten sind fürs Leben, die sich also über ihr Lebensalter Expertise angesammelt haben und die sehr wohl noch in vielen Fragen in der Lage sind und auch verantwortungsbewusst sind, ihr Leben selbst zu gestalten und dazu auch die richtigen Möglichkeiten haben. Ja, die kochen besser als ich hier. Also von da aus gesehen. Und dann beteiligen Sie sich da beim Kochen. Immer. Genau. Aber das ist eine berechtigte Frage, die immer wieder auch aufgetaucht ist, vor allem bei der Eröffnung des Hauses, wo wir durch die Räume gegangen sind, die alle noch nicht bewohnt gewesen sind. Und gerade in der Bereich von Menschen mit einer Demenz, mit einer Altersverwirrtheit, ist es wichtig, ihnen eine Wohnung zur Verfügung zu stellen. Und eine Wohnung ohne Küche ist keine Wohnung. Das ist meine Frage war eben, einen Ansprechpartner zu haben, die Mieter hier im Haus und unterschiedliche Charaktere, die hier arbeiten am Empfang, diesbezüglich auch unterschiedliche Charaktere am Mieter, die dann auch ihren Gesprächspartner suchen. Wir haben uns gefragt, was ist der Bedarf der Menschen, was sind die Wünsche der Menschen und haben für uns an 4 Stichworten das festgemacht. Das eine ist, den Menschen sind soziale Beziehungen wichtig. Oder auch mit anderen Worten, ihnen ist Gemeinschaft wichtig, lebendige Kontakte zu Nachbarn. Ein anderer Aspekt ist die Sicherheit und Geborgenheit, insbesondere für Menschen im Alter. Und wir haben das nachher mal so genannt, barrierefrei denken und bauen. Also keine Vorurteile zugehen auf andere Menschen und nicht nur Fragen von Behinderten und Nichtbehinderten, sondern Vorurteile überwinden und Gemeinschaft fördern. Miethaus, eines von ganz vielen hier im Klostergarten. Die Besonderheit an diesem Gebäude ist, dass im Mitteltrakt und auch nur im Mitteltrakt Erdgeschoss und erstes Obergeschoss jeweils eine Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz untergebracht ist. Jeweils 10 Mieter tatsächlich teilen sich nicht nur die Miete für die Gesamträumlichkeiten, sondern auch das Leben, das Leid, Freude und nicht so schöne Momente im Leben. In der Zeitung gelesen, vor 2 Jahren war das, glaube ich, oder ein Bericht hier über diese WG gelesen und haben uns ja ganz schnell für entschieden. Und Frau Schöne hat eigentlich die allerwichtigsten Argumente schon gesagt, es sind Ansprechpartner da, es sind Treibungspartner da, was einfach fürs alltägliche Leben wichtig ist. Der Tagesablauf aufrechterhalten kann wohl nachts. Die meisten Menschen hier benötigen nachts auch tatsächlich noch keine Pflege, sondern wir brauchen jemanden, der mitbekommt, wenn man die Toilette nicht mehr finden kann oder der mitbekommt, dass jemand nachts um 3 Uhr das Gefühl hat, ich bin jetzt wach und es ist Tag und ich würde gerne eine Runde Karten spielen. Und dann dafür zu sorgen, dass solche Dinge ja, begleitet werden, dass jemand da nicht verloren geht. Es wird auch keins der Zimmer betreten, ohne dass angeklopft wird. Und Sie haben gesehen, stand nur eine Zimmertür groß, dort war eine Angehörige zu Besuch. Ansonsten sind hier die Zimmertüren in der Regel geschlossen, es sei immer so fahrlos. Aber trotzdem ist es wichtig, dass wir erst dann eingreifen, wenn auch was passiert ist und nicht denjenigen in Watte packen. So sind wir Menschen nicht. Wir wollen nicht in Watte gepackt werden, wir wollen leben.